Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wahrscheinlich könnte ich in dem Fall ein bisschen mehr Mitleid haben mit den armen Waisenkindern, aber vielleicht wären diese Vampirkinder keine Vampir-Waisenkinder, wenn sie nicht immer ihre Eltern beißen und auffressen würden. Haben Sie vielleicht darüber schon einmal nachgedacht? In dem Fall handelt es sich allerdings bei Two Orphan Vampires über einen ganz besonderen Film aus der Filmografie von Jean Rollin, quasi ebenfalls eine Art Waisenkind-Film, denn wir haben von Jean Rollin quasi in den 90er Jahren nur sehr wenig Filme bekommen und 1997 kann man quasi ein bisschen als sein Comeback bezeichnen, weil er halt eben wieder zu seinem bekanntesten Thema zurückgekehrt ist, nämlich dem Vampirfilm. Da gab es Jean Rollins Vampire, aka Two Orphan Vampires, den wir hierzulande als Hardbox Nummer 34 von X-Rated im August 2004 bekommen haben. Der Film lag dort im englischen und französischen Ton als Jean Rollin Collection Nummer 2 vor und hatte selbstverständlich deutsche Untertitel mit an Bord. Eine deutsche Synchro wurde für diesen Release allerdings damals nicht angefertigt. Deswegen steht auch hier wirklich in der Schwebe und in der Frage, ob es auch diesen Film irgendwann einmal in der Jean Rollin Collection von Wicked Vision geben wird, was natürlich in synchronisierter Form immer noch zu begrüßen wäre, aber wir können auf jeden Fall einmal hier einen Blick auf die britische 4K-UHD-Auswertung des Films werfen, die ja von Indicator wie gewohnt mit einer Auflage von insgesamt 10.000 Stück aufgeteilt auf 6.000 UHDs, 4.000 Blu-rays beziehungsweise auf Amerika und England. Wobei da nicht steht, welches Land wie viel bekommen hat. Wobei, wenn man daran denkt, wie schnell die amerikanischen Auflagen von Indicator immer ausverkauft sind, denke ich, dass sie mehr für den britischen und weniger für den amerikanischen Markt anfertigen. Werfen können. Es gibt altes und neues Bonusmaterial hier noch mit dabei, aber schauen wir dann eben einmal ganz kurz einen Blick auf die äußere Verpackung. Die ist grundsätzlich genauso gestaltet, wie es das auch die anderen Jean Rollin Editionen sind, beziehungsweise eben die anderen 4K UHD Editionen, auch die Cold Eyes of Fear sind zum Beispiel genauso ausgestattet gewesen. Und es ist auf jeden Fall, finde ich, eine tolle Idee, diesen stabilen, dicken Schuber zu haben, dann eben ein Digipack mit der Disc, wobei einige sich vielleicht daran stören, dass sie nicht bei diesem Label ein bisschen quasi zukunftsorientiert einkaufen können und sich quasi fürs erste einmal die Blu-ray in die Sammlung holen und dann automatisch eben per Dual-Format-Edition bereits die UHD in der Sammlung haben. Gut, man darf auch nicht vergessen, dass die 4K-Veröffentlichungen von Indicator vor allem dann im Sale mit circa 17 Pfund auch deutlich billiger sind, als man das bei einigen anderen limitierten Editionen hat, insbesondere mit eben dem 80-seitigen Buch noch mit dabei. Aber wir bekommen jetzt dann einmal hier bei diesem Release im Inneren, auch wie bei den anderen Jean Rollin 4Ks von Indicator, eine interessante Mischung, muss man sagen, aus einem Bild auf der linken Seite mit Rahmen, beziehungsweise einem Szenenbild auf der rechten Seite ohne Rahmen. Immer noch frage ich mich, warum sie das tun. Aber wir bekommen ein Booklet, auch in dem Fall mitgeliefert, das ich absolut großartig finde, Jean Rollin. Dann doch deutlich und sichtlich gealtert hier auf der Rückseite, beziehungsweise eben Szenenbilder auf der linken Seite. Da wundert mich ehrlich gesagt bei diesem Film, nachdem der aus dem Jahr 1997 stammt und Jean Rollin ja irgendwann einmal dann dazu übergegangen ist, auch mit ganz, ganz grauenhaften Videokameras zu arbeiten, dass er tatsächlich bei diesem Film noch mit 35mm Material gearbeitet hat. Denn das wäre etwas, das ich bei einem Label wie Indicator auf jeden Fall nicht annehmen würde, dass sie ein quasi 576E Digicam-Bild aus den Prä-2000ern dann aufblasen auf 4K. Das ist auf jeden Fall ein neu erstellter Transfer aus dem Jahr 2023. Abgetastet wieder in London. Wir schauen uns das dann ebenfalls gleich nochmal an. Da hat Jean Rollin bereits im Jahr 1997 dann direkt seinen Senf zur Produktion des Films dazugegeben.
Interessant wäre, ob der Release dann auch mit einer englischen Tonspur noch mit ausgestattet ist. Ja, es gibt bei diesem Release, genauso wie eben auf der alten Hardbox von Indicator, neben dem französischen Originalton auch noch die deutsche Synchro. 107 Minuten dauert das Vampir-Comeback. Bite back von Jean Rollin, beziehungsweise gibt's hier natürlich das bekannte Bild von Brigitte Lahaye aus dem Film Fascination, was ja eben auch die Nummer 7 der Jean Rollin Collection von Wicked Vision war und auch für zahlreiche Poster, Plakate und Cover verwendet wurde. Auch hier ein paar Setbilder, interessanterweise sogar weniger Setbilder fast als bei den älteren Filmen von Jean Rollin. Durchaus interessant, hier eben die Infos auch hier. Das Original Super 16 Negativ wurde hier für den Release verwendet. Da ist die Info in der IMDb falsch, dass der Film auf 35mm produziert wurde. Hätte mich ehrlich gesagt bei einem 90er Film von Jean Rollin auch gewundert, wenn dann noch einmal das Geld zur Verfügung gestanden wäre, um hier mit luxuriösem Filmmaterial zu arbeiten. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz feine Sache, dass wir hier dieses Comeback und diesen Film auch als limitierte 4K UHD-Edition bekommen.